Hallo und herzlich willkommen zurück in der Michaelstadt Staffel 2, Folge 5, glaube ich schon. Heute haben wir einen Gast dabei, und zwar Little Zombie Doll. Hallöchen. Und ja, sie hat für uns wunderschöne Busansagen gemacht, die wir uns heute anschauen werden. Aber nicht nur die Busansagen, nein, es ist noch ein bisschen mehr passiert. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum habe ich einen Kristall auf dem Kopf? Ist eine lange Geschichte, werdet ihr später sehen. Meine Schuld. Ja, dann haben wir erstmal die erste Neuerung, und zwar, wenn wir hier hineingehen, werdet ihr jetzt schon etwas sehen. Und zwar einen grünen Kotzbalken. Nice. Und da vorne ist ja noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Das sind nämlich die Marker für den neuen Credit-Raum. Jetzt habe ich mal dran geschrieben, dass es Credits sind. Schauen wir uns dann zuletzt an. Wie letztes Mal auch. Und natürlich zeige ich euch heute auch das Secret. Denn das habe ich im letzten Video nicht gezeigt, habe ich euch ja gesagt, das wird in der nächsten Folge kommen. Dann gibt es die nächste Neuerung, und zwar neue Hintergrundmusik. Der hat uns der liebe Chrissy TV komponiert. Ja, genau. Ja. Dann hier vorne am Ford hat sich nicht wirklich viel verändert, außer jetzt die Busansagen. Können wir mal kurz mitfahren. Genau, und wie sich das anhört, seht ihr jetzt. Nächste Haltestelle, Twin Pines Mall, Übergang zur U-Bahn. Genau, Übergang zu U-Bahn. Die U-Bahn kennt ihr ja. Dann werden wir auch noch ein bisschen was machen. Jetzt die Stadt so ein bisschen in der Nacht mit der Hintergrundmusik ist schon ziemlich entspannt. Dann fahren wir aber jetzt nicht hier zu Twin Pines Mall, sondern ein bisschen weiter. Denn im letzten Video habt ihr ja schon einen Anteil der Schule gesehen. Aber jetzt sage ich mal so Nächste viel. Haltestelle, Schulzentrum. Genau, Schulzentrum. Jetzt sage ich mal so, sie ist jetzt fertig. Und da habe ich mich wirklich ein bisschen ausgetobt. Werdet ihr gleich merken. Ja, dann stehen wir auch schon vor der Schule. Die Uhr funktioniert immer noch. Ich habe sie jetzt so ein bisschen weiter Nächste reingesetzt. Haltestelle, Red Market. Ja, Red Market, genau. Dann, die Tür hat sich ein bisschen. Aber vorher gab es ja keine Tür, stimmt. Und die Schulglocken gab es vorher auch nicht. Und Staubi hat vorher auch kein Geräusch gemacht. Also, ey, der kommt gerade. What the heck? Staubi, warum fährst du seitwärts? Ah, wollte schon sagen. Also, kurz nochmal zur Erklärung: Wir haben eine Eingangstür, animierte. Dann haben wir funktionierende Schulglocken, die tun ungefähr in 70-Sekunden-Takt einmal klingeln. Und wir haben einen funktionierenden Staubsaugerroboter. Staubi habe ich ihn jetzt genannt. Mit funktionierenden Geräuschen, und wie ihr schon kennt, kann auch Items aufsammeln. Und ihr seht hier schon ein paar Neuheiten, und zwar sind hier ein paar Amor-Sätze zugekommen. Zum Beispiel dieser Dude hier, der fällt gerade von der Bank, weil die eingebrochen ist. Nicht so angenehm. Dann haben wir hier den lieben Chrissy, der steht hier oben auf der Schulbühne und kann dann tanzen bzw. singt irgendwas. Und ja, dann gehen wir erstmal hier rechts herum. Denn da haben wir den ersten Raum. Wenn Staubi mal aufhören könnte. Dankeschön. Und zwar habe ich auch noch ein paar, wie ich schon gesagt, ein paar. Und zwar habe ich hier ein paar Secret-Dialoge eingebaut. Und den ersten bitte ich mal anhören. So, Pascal, jetzt musst du sehr gut aufpassen. Ich zeige dir das nur noch einmal. Ja, ich weiß, dass ich meine Stimme verstelle, klingt das grässlich, aber ihr habt zumindest jetzt mitbekommen ungefähr. Das hier ist der liebe Pascal, der macht hier fleißig seine Aufgaben. Ich wusste nicht, glaube, wir sind gerade in Mathe, genau. Ja. Ne? Dann geht's weiter zum Sekretariat. Da haben wir einmal diesen Typen hier. Muss ich schon wieder zum Rektor? Ah, immer wieder diese Diskussionen. Ja, du musst schwer zum Rektor. Keine Ahnung, was du angestellt hast, aber du musst auf jeden Fall hin. Und dann haben wir noch den lieben Schuldirektor, und der ist gerade wohl sehr am Schimpfen mit dieser Person hier. Wie kann es sein, dass ich dich hier schon wieder sitzen habe? Also Jeremy, das kann nicht weitergehen so. Du sitzt jetzt hier schon zum 113. Mal bei mir. 113. Mal, also was hat der denn bitte verbrochen, ey? Okay. Da hier drin sitzt dann diese, ich weiß nicht, wahrscheinlich dann die Sekretärin, ja, doch, genau. Da hat sie hier so ein Mikro. Passend zum Schulbeginn.
Hier kommen dann so Ansagen raus, die man später noch ein paar Leute noch einsprechen. Eine haben wir, die kann ich euch mal kurz vorspielen. Genau, die wurde von dem lieben Erik eingesprochen, deswegen nicht wundern, wenn die jetzt ein bisschen schief klingt. Liebe Schüler, ein wildes Joker rennt auf den Fluren herum. Genau, ein wildes Joker rennt auf den Fluren herum. Oh je, ich muss mich jetzt aber fürchten. Gut, au, au! Ich werde jetzt nicht von der Wand erschlagen werden, danke. Genau, dann haben wir hier draußen den Schulhof und ihr seht schon, hier sind auch ziemlich viele Amos-Dens. Hier haben wir dann so einen Typen, der zeigt gerade auf dieses eine Mädchen, was hier gerade Basketball spielt. Nicht Baseball, Basketball. Genau, es sind halt alles so Momentaufnahmen, kann man sogar eher sagen. Ja, ob sie den Kopf trifft, das weiß man nicht so. Dann haben wir hier zwei Leute, die Fußball spielen. Einmal Team Blau gegen Team Rot. Blau holt gerade zum Schluss aus und Team Rot ist gerade mit Torwart, also mit Fang oder Halten dran. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall, bei diesem Typen weiß man nicht, ob er gerade dabei ist, den Ball zu essen oder ob er einfach nur schreit. Das lässt sich schwer sagen. Und hier drüben haben wir dann einmal den typischen Schulbully, der gerade ja, jemanden umstößt. Sag gemein, der Typ. Ups. Ich wollte jetzt nicht seinen Kopf klauen. Immer diese Kopfklaue hier. Dann in diesem Gang waren wir ja schon. Hier habe ich da mal so ein paar Schließfächer angedeutet. Da stehen noch so, einer will gerade zum Unterricht laufen und der andere steht hier so an der Wand so ein bisschen angelehnt. Hände in der Tasche. Ja, da haben wir hier auch noch verschiedene Fächer. Kunst zum Beispiel. Dann war hier vorne, meine ich, Erdkunde, genau. Klassischer Klassenraum, nichts Besonderes. Dann können wir mal weitergehen. Hit, wo wir übrigens drin waren, war, glaube ich, Mathe. Ja. Sehr gut. Dann habe ich einfach so, ja, kleine Aufzugsdesigns genommen. Einfach so, man kriegt die Levitation, die drüben Slow Falling. Dann Raum 6 ist Deutsch. Und ja, fragt nicht, warum ich hier einfach einen Affen vom Tisch springen lassen habe. Ja, wir geben einfach keinen Kommentar dazu ab. Dann hier drüben ist dann noch Englisch, auch eigentlich der gleiche Raum. Hier oben steht dann ein gewisser Herr, der eigentlich nach unten gucken soll, aber alle denken immer, dass er springen will. Ich weiß gar nicht warum. Und dann gibt es hier drüben einmal noch die Mensa. Und da habe ich extra geschrieben, Lapis gleich Trigger, falls dann jemand hier vorbeikommt, dann weiß er Bescheid. Und natürlich, wer erkennt's, die Jokercraft und Mathbuild da hinten. Als der Jokercraft letztes Mal die Map vorgestellt hat, hat er nämlich erwähnt, dass Mathbuild sehr gerne Pizza mag. Wenn Pizza ist, pack aktiv, bitte kannst du Pizza, ich kenne jemanden, der geht raus an Mathbuild. Deswegen haben wir hier so ein kleines Meme eingebaut. Pizza! 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 Pizza, ja, Pizza. Na, dann steht Janus hier wieder als klassische Kantinenfrau. Wie in jeder Einsendung von irgendjemand anderem ist Janus immer Kantinenfrau. Das heißt, wir müssen diese Tradition natürlich hier fortsetzen. Und wenn wir mal auf ihn zulaufen, dann sagt er, was darf es denn heute sein? Wir haben Glowberries, Äpfel, Brot, Pizza, Ofkartoffeln, Hühnchen und Fisch. Na, naja, gar keinen Hunger. Was sagen die beiden denn hier drüben? Gib mir ein Stück Pizza. Nein, das ist meine. Geh weg. Ja. Mathbuild mag nicht so gerne seine Pizza teilen. Der arme Joker kriegt heute nichts zu essen. Pizza! Ja, und dann war es das auch eigentlich schon fast von der Schule. Wir haben hier noch so diese klassischen schwarzen Bretter. Fabian zum Direktor bitte. Einmal auf der einen Seite. Dann haben wir hier Raum 7 Vertretung und Raum 1 Entfall. Ja. Nächste Haltestelle. Red Market. Genau. Ich finde geil bei der Red Market Haltestelle, dass wir erst am Red Market vorbeifahren, dann auf die gegenüberliegende Straßenseite hinten einmal umdrehen und dann zur Bushaltestelle vom Red Market wieder hinfahren. Ich weiß nicht, was Dogcraft sich bei diesem Straßensystem ausgedacht hat, aber ja. Denn es gibt einen neuen Laden, der aufgemacht hat, und zwar Red Hats. Hier seht ihr ihn. Den Laden habe ich einfach mal auf die Schnelle hingebaut. Denn 1.17 hat ein cooles neues Feature und da komme ich jetzt auch auf den Kristall auf den Kopf zu sprechen. Und zwar
kann man sich per Befehl Items auf den Kopf geben. Und wie ihr hier schon seht, viele verschiedene merkwürdige Items, die man so nie aufsetzen könnte. Ja. Cool habe ich es auf jeden Fall. Ah, nee. Und dann habe ich es auch noch so gemacht, wenn man kein Geld hat, kann man in diesem Laden auch nichts kaufen. Also sprich, wir können mal kurz unser Kontostand runtersetzen. Scoreboards, Players, Sets, Red Gamer, Bank auf 0. Dann schreit uns der Laden an, kein Geld, kein Geld, kein Geld. Und dann seid ihr gezwungen, drüben zur Bank zu gehen, um euch Geld zu holen. Wir geben uns jetzt mal wieder ein bisschen Geld. So. Genau, und dann sagt er auch nichts mehr. Denn ich habe das jetzt schon so angepasst, wenn ihr euch einen Block nehmt, wird das direkt von eurem Konto abgebucht. Also sprich, wir nehmen uns jetzt mal diesen Kürbis. Seht ihr, haben wir rechts eins weniger bekommen. Kann man auch oben sehen. Und jetzt haben wir diesen Pumpkin. Jetzt fragt man, okay, wie setzen wir den jetzt auf? Ich kann zwar jetzt diesen Amethyst absetzen, aber ich kann diesen Pumpkin mir ja nicht auf den Kopf geben. Dafür haben wir den Hetzomaten hier. Ihr werft das Item hier in diesen Hopper rein. Setzt euch hin, drückt den Knopf und dann passiert natürlich einfach irgendwas, keine Ahnung. Irgendwelche Items werden geändert und dann habt ihr dieses Item auf den Kopf. Und damit ihr nicht denkt, dass es einfach nur ein Trick war, kann ich euch jetzt einfach irgendein random Item nehmen. Wir drehen uns jetzt einfach, keine Ahnung, und da wo wir stehen bleiben, müssen wir nehmen. Da. Und zwar das Zauntor. Ne, das ist ein normaler Zaun. Nehmen wir jetzt den Dark Oak Fans, dann werfen wir ihn hier rein und setzen uns direkt hin und drücken den Knopf. Und wir haben gleich den Zaun auf, werdet ihr merken. Da haben wir den Zaun auf. Jetzt denken manche, das ist doch Zauberei. Naja, nicht wirklich, wir können mal kurz hier reingehen. Eigentlich ist es relativ simpel. Und zwar, wenn wir hier ein Item reingeworfen haben, landet es hier in diesem Hopper. Dann frage ich per Befehl ab, welches Item in diesem Hopper liegt. Und dann sage ich, dass er dieses Item bitte dem Spieler in den Slot Kopf legen soll. Und damit man dieses Teil nicht überfluten kann, werden dann einfach nach dem Prozess alle Hopper einmal geklärt und so, dass dann der Nächste einfach sein Item wieder reinlegen kann. Genau. Soviel zum Red Hat. Red Hats. Dann geht's weiter, eine Station, und zwar zum McDonald's. Der ist jetzt nämlich gerade im Umbau. Schweinchen, was machst du hier? Junge, Alter, sind Schweine immer so schnell? Hilfe! Holy! Und da seht ihr schon, Zombie Doll baut hier gerade den schönen McDonald's. Oh, das ja. Ist schön. Guck mal. Schweine sind doch nicht mal zu schnell, oder? Warte, es wird ja noch schneller gleich, glaube ich. Will ich noch schneller? Ich hab sogar extra für dich hier Gold platziert, damit du hier noch eine Ansage reinbasteln kannst. Ja, guck mal, Junge. So schnell ist doch kein Schwein, nice. Oder? Nee. Hilfe. Da musst du jetzt durch. What the heck? Hä? Okay, cool. Genau. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Achtung, Baustelle XD. Ah ja. Genau, hier fährt man dann rein. Speisekarte. Oh, mit Bildern musst du aufpassen. Der Joker wird die alle abreißen. Wer wird die abreißen? Der Jokercraft. Den Typen, den wir jetzt wieder senden zur Einsendung. So, nee, das ist auch kein Ding. Ich hab's einfach bloß erstmal hingetan. Ja, alles gut, alles gut. Für später. Man kann ja auch Bilder implementieren in Minecraft. Ja, Sache ist, wir bräuchten ja überhaupt erstmal jemanden, der uns die Texturen von Bildern ändert und das, ne? Hi. Ich könnte, eventuell. Okay. Also, kennst du dich so mit Resource Packs? Ist mein Ding. Also, du kennst dich so mit Resource Packs aus, oder wie? Dann haben wir jetzt nämlich hier die Toiletten, die habt ihr jetzt so mit euch schön umdesignt. Einmal hier die Herrentoilette. Die Herrentoilette ist noch nicht fertig. Bis jetzt nur das Weiberklo sozusagen. Das ist schon so, wie ich es in die Richtung machen wollte. Was sind das eigentlich hier? Das soll quasi die Hände abtrockner werden. Ah. Dass du darunter die Hände quasi hältst. Ich wusste nicht, was ich dafür am besten nehmen soll, und die kamen mir am besten. Ah, lol, okay. Gut. Hatte noch an eine Händedesinfektionsstation gedacht. Jetzt so hin, oder? Keine Ahnung. Gut, dann, warum ist jetzt hier so? Achso, das war eine Schuld von dem. Dann gibt es noch eine kleine Neuerung, und zwar in der Bank.
Und zwar hat sich Chrissy eine unendliche Treppe gewünscht und ich habe es versucht, jetzt so gut wie möglich umzusetzen. Lass das einmal kurz hier runtergehen. Jetzt haben wir nämlich plötzlich zwei Treppen. So, einmal rechts und einmal links. Die rechte ist die normale und die linke ist die unendliche. Genau, ich würde sagen, dann laufen wir jetzt einfach mal die Treppe runter und ja, mal gucken, wann wir unten ankommen. Also, sollte nicht allzu lange dauern, hoffen wir mal. Ja, es geht sehr, sehr tief, muss ich schon sagen. Gut, den Teleport-Effekt merkt man jetzt leider. Das ist aber, kriege ich nicht besser hin. Lass uns mal wieder hochgehen. Und schon sind wir wieder hier. ja. Ich habe das Beste versucht. Besser geht's nicht. Und ja. Gehen wir hier runter. Dann spielt euch wieder die wunderschöne Musik ab. Ich mache mal ein bisschen leiser, weil sonst tut das wieder komplett in den Ohren weh. Die Melodie wird noch ein bisschen abgeändert. Ihr seht jetzt noch ein paar mehr dazugekommen. Und zwar einmal Terminator-Helden, wenn ich letztes Mal da war. Erik, jetzt auch mal mit hier. Der Zombie-Deutsch steht nämlich auch schon hier drin. Und Chrissy steht auch hier drin. Und zwar einmal für die Hintergrundmusik und Helfer beim Hexenpaket sowie Designer für 3D-Models, die später noch kommen werden. Genau. Und letztes Mal habe ich euch nicht gezeigt, was das mit dem Kristall auf sich hat. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, wenn ich hier einmal drücke, seht ihr, habt ihr so einen lila Schweif. Und das können wir ein bisschen weitermachen. Und zwar der nächste Knopf und der nächste und der nächste und der nächste und der nächste. Das ist halt so eine Art Energieaufbau, kann man sich so fast vorstellen. Und sobald ich jetzt den letzten Knopf drücke, alles vorhanden, da schießt gewaltigen Energiestrahl hier auf den Emeralds. Es bildet sich alles und die Wand geht auf. Und hier hinter findet ihr einen Raum voller Amethysten. Ich weiß nicht warum. Und der Kristallmeth. Was gar nicht mehr was. Naja, das ist ein geheime Raum hier. Mal gucken. Es soll jetzt nichts Besonderes sein, einfach nur so ein kleiner, mystischer Bereich. Ja, und da würde ich auch schon sagen, war es das auch für diese Folge. Ihr merkt also, es ist wieder sehr viel passiert. Genau. Ja, einmal durch die Tür laufen, so. Da würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, willst du auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Bis zur nächsten Folge.